Herzlich willkommen zum GIMP-Tutorial. In diesem Video erfährst du, wie du bearbeitete Bilder speichern kannst. Ich habe hier ein Bild, ein Foto von Salzburg, fertig bearbeitet und will es nun in einem speziellen Ordner speichern. Dazu gehe ich im Menü Datei auf Speichern unter, wähle hier meinen gewünschten Ordner, GIMP-Bilder in meinem Fall aus und ändere hier oben den Namen der Datei zu meinem Wünschen. Ich sage hier, die Datei soll Salzburg in Schwarz-Weiß heißen. Und ihr seht, die Datei endet mit der Endung XCF. Das ist das Kürzel für eine GIMP-Datei. Das darf ich hier auch nicht löschen, sondern ich sage Speichern. Und das Bild ist nun als GIMP-Datei gespeichert. Wenn ich den Ordner GIMP-Bilder nun öffne, sehe ich auch hier schon zwei Dateien, eine Datei von vorhin und die Datei in Schwarz-Weiß, die ich jetzt gerade gespeichert habe. Dieses Bild kann ich aber nur schlecht in anderen Programmen einsetzen. Eine GIMP-Datei dient mir dazu, dieses Bild wieder in GIMP zu öffnen und weiter zu bearbeiten. Möchte ich aber ein Bild zum Beispiel in einem Word-Dokument einfügen oder im Internet posten, dann muss ich das Bild anders abspeichern und das zeige ich euch jetzt. Wählt dazu bitte Datei, aber dieses Mal exportieren als. Es öffnet sich ein neuer Dialog. Ihr wählt wieder euren Ordner aus und geht dieses Mal hier unten bei Dateityp auf das Pluszeichen. Es öffnet sich eine Liste und hier könnt ihr auswählen, wie das Bild abgespeichert werden soll, in welchem Format sozusagen. Hier muss man sich ein wenig auskennen. Wer sich mit Bilddateitypen nicht so gut auskennt, dem empfehle ich hier auf jeden Fall BNG-Bild oder JPEG-Bild auszuwählen. Ich nehme in diesem Fall BNG-Bild. Dann gebe ich oben wieder meinen Dateinamen ein. Ich belasse ihn auf Salzburg in Schwarz-Weiß. Diesmal ändert sich auch die Endung. Ihr seht, jetzt steht BNG. Das darf ich nicht löschen. Ich gehe unten auf Exportieren. Dann kommen nochmals einige Einstellungen daher. Ich sage hier aber nur Exportieren, da die Einstellungen sehr kompliziert zu verstehen sind und meistens eh so passen, wie sie eingestellt sind. So, öffne ich jetzt wieder meinen GIMP-Bilder-Ordner. So sehe ich, jetzt habe ich eine neue Datei hier drinnen und die sieht auch vom Symbol her schon ganz anders aus. Auch hier hinten bei Typ steht, das ist ein BNG-Bild und kein GIMP-Image mehr. Dieses Bild kann ich jetzt nun ganz normal in Windows öffnen. Ich kann es aber auch im Word einfügen. In diesem Video habt ihr gelernt, wie ihr Bilder auf zwei verschiedene Arten und Weisen abspeichern könnt. Einmal als GIMP-Image, um es weiterhin in GIMP bearbeiten zu können. Und zum Zweiten als Speicherung im BNG-Format, um es zum Beispiel im Internet zu posten oder in ein Word-Dokument einfügen zu können.